Hallo und willkommen zu meinem Live-Video. Ich übernehme keine Garantie für irgendwas, weil eigentlich wollte ich es mit meiner normalen Kamera am Computer machen und aus irgendwelchen Gründen funktioniert das nicht. Mein Kopf wird völlig breit. Wer sich das anschauen möchte oder mich mit breitem Kopf, der kann sich das gerne auf meiner Facebook-Seite anschauen. Daher improvisiert mit meinem Handy auf einer Leiter, auf einem Bücherstapel, mit einer kleinen Dekoration hinter mir und wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert alles. Warum sind wir hier? Nun, ich habe ein Buch geschrieben, schon im Sommer, das war so eine interessante Erfahrung, im Sommer ein Weihnachtsbuch zu schreiben, aber mein Gott, so ist das halt mit Vorlaufzeiten. Und jetzt ist es erschienen, das heißt das kunterbunte Weihnachtsbuch und auf meiner Seite findet man halt einige Hinweise dazu, übrigens auch auf einer eigenen Facebook-Seite. Wie gesagt, das kunterbunte Weihnachtsbuch. Jo, so. Und dann wartet man halt drauf, dass man sein Buch irgendwie bekommt. Buchhandlungen sind ja derzeit zu, aber der Verlag hat mir wahrscheinlich meine Bücher zugeschickt. Und ja, man erwartet dann halt ein kleines Päckchen oder auch ein mittelgroßes Päckchen. Tatsache ist, dass ich ein großes Päckchen bekommen habe. Ein großes Paket, um genau zu sein. Und das hat mich kurz irritiert, weil ich habe ein Taschenbuch erwartet. Und das sieht eher aus wie ein Enzyklopädie Britannica-Teil. Daher bin ich natürlich auch etwas neugierig, was sich da tatsächlich drin befindet. Ist ja auch schon bald Weihnachten, also Packerln öffnen und so weiter. Übrigens tut es mir leid, dass ich nicht direkt auf irgendwelche Chats oder sonstige Sachen von euch antworten kann. Am Computer hätte ich das wahrscheinlich können, aber momentan steht eben, wie schon vorher erwähnt, ein Handy auf einer Leiter vor mir und ich möchte es lieber nicht angreifen, denn dann könnte alles Mögliche passieren. Also, wenn irgendjemand was schreibt oder was wissen will, ich kümmere mich gerne später darum. Jetzt geht es mal um das Live-Unpacking dieses unglaublichen und schwergewichtigen Dings. Gut, was brauchen wir dazu? Richtig, eine Schere. So, kurz weggetaucht. Paket, Schere, Live-Publikum. Eins. Inzwischen könnt ihr auch diese wunderbare Weihnachtsdekoration hinter mir genießen. Ist ja schon sehr, sehr weihnachtlich alles. Ich habe extra ein rotes Hemd angezogen. Tada, wir nähern uns, wir nähern uns. Es öffnet sich. Es öffnet sich. Was ist da wohl drinnen? Was könnte es sein? Papier. Ein Lieferschein, Packpapier und tatsächlich ein, muss es verkehrt, nicht verkehrt halten wie Trump die Bibel, ein kunterbuntes Weihnachtsbuch. Tatsächlich, und zwar mehrere. Und so eine Überraschung, es ist tatsächlich nicht ein Riesenformat, sondern es ist ein handliches Taschenbuchformat, wenn auch Hardcover. Ich halte es tatsächlich zum ersten Mal in der Hand. Ich sehe es tatsächlich zum ersten Mal real. Ich darf vorlesen. Harald Havers, das kunterbunte Weihnachtsbuch, von führenden Weihnachtsmännern empfohlen. 24 weihnachtliche Lesereisen mit kuriosen Fakten, Geschichten und Bräuchen aus aller Welt. So, nachdem wir jetzt das Unboxing tatsächlich erfolgreich beendet haben, folgt eine kleine improvisierte Buchpräsentation. Es wird auch eine andere Buchpräsentation geben, und zwar auf einem Livestream von Thalia nächste Woche am Freitag. Ich werde das auch nochmal posten. Da wird ein lieber Freund und Kollege von mir, Leo Lukas, der Kabarettist, sich mit mir hinsetzen auf die Livebühne von Thalia W3, nur ohne Publikum. Und wir werden ein bisschen über das Buch plaudern, es vorstellen oder ja, wie auch immer. Naja gut, also daher jetzt nur eine kurze Einführung.
Die Leute, die meine Bücher kennen, wissen, dass ich ein Spezialist bin für Seltsames, Kurioses, Ungewöhnliches. Ich habe da schon Verschiedenes geschrieben: ein Wiener Sammelsurium, ein Habsburger Sammelsurium, ein Sammelsurium über Austropop und dann halt auch noch einige Bücher über Wien und Österreich, in denen ich zwar auch interessante und kuriose Fakten zusammengefasst habe, aber nicht mehr so in einfach nur Listenform oder sowas, sondern tatsächlich in normaler, gebundener Sprache, in kurzen Artikeln, feuilletonartig, humoristisch. Humoristische Sachbücher, wie ich immer sage. Und das hier ist quasi eine Mischung daraus. Ne? Aber erstens einmal, es hat 24 Kapitel. Das heißt, man kann es als Adventkalenderbuch verwenden, was momentan natürlich ein bisschen knapp wird, weil die Buchhandlungen zu haben und demnächst ist der erste. Man kann auch ein bisschen später einsteigen. Und wer es sehr dringend braucht, wendet sich privat an mich. Wir finden eine Möglichkeit. Wie auch immer, 24 Kapitel und manche von denen sind tatsächlich so Sammelsuriumartig, also einfach eine Auflistung der seltsamsten Geschenke der Menschheitsgeschichte sozusagen. Und andere sind gebundene Kapitel, wo ich mich mit weihnachtlichen Themen seriös auseinandersetze. Nein, tatsächlich seriös, aber halt immer wieder auch mit kleinen Außergewöhnlichkeiten. Ja, also da mal ins Inhaltsverzeichnis geblickt, kann ich nur sagen, tja, was haben wir da? Ein Kapitel über Weihnachtsbaum, oh Weihnachtsbaum, alles rund um den stacheligen weihnachtlichen Mitbewohner. Ich werde jetzt nicht alle 24 Kapitel vorlesen, aber da, up, pardon, Gleichgewicht verloren. Das ist live, meine Damen und Herren, das ist live. Nein, also Kapitel 2 handelt zum Beispiel davon, wie Weihnachten in anderen Ländern oder in anderen Sprachen heißt, und zwar rund um die Welt. Und das Interessante ist, dass ich nur ein einziges Land gefunden habe, wo Weihnachten Weihnachten heißt, also geweihte Nacht. Sonst heißt es immer irgendwas mit Geburtstag oder kleiner Gott oder so. Sehr spannend eigentlich, sehr interessant. Ja, dann gibt es ein Kapitel über wichtige und interessante Ereignisse rund um Weihnachten, was halt zu Weihnachten sonst noch passiert ist. Übrigens, Spoiler, zwei Kapitel sind das. Das eine handelt vom 24.12., das andere vom 25.12. Denn ein anderes Kapitel dieses Buches beschäftigt sich mit der Frage, wann ist denn nun eigentlich Weihnachten? Und die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Für den Großteil der Menschheit, der christlichen Menschheit, ist der 25. Weihnachten. Aber gerade im deutschsprachigen Raum sehen viele Leute Weihnachten eigentlich als den 24. an, weil es ist ja auch die geweihte Nacht. Ist das also eher der Abend, der heilige Abend oder der Morgen? Das ist dann aber keine Nacht, Weihnacht. Keine Sorge, ich habe das recherchiert und es gibt ein eigenes Kapitel dazu, in dem genau, zumindest mit einem Kompromiss geklärt wird, wann eigentlich Weihnachten genau ist. Ein anderes Kapitel handelt natürlich auch davon, wie Weihnachten überhaupt entstanden ist, was wird eigentlich bei Weihnachten gefeiert. Klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach. Ja, Jesus, Geburt und so weiter. Aber auch da gibt es einige Abweichungen. Ein Kapitel, das ich persönlich auch recht interessant fand, war zum Thema, was ist denn nun die tatsächliche Weihnachtsgeschichte? Weihnachten wird nur in zwei Evangelien, genau, in zwei Evangelien der Bibel erwähnt. In beiden wird es anders erzählt. Und fast alles, was wir uns so über Weihnachten vorstellen, mal abgesehen von Hirten und drei Könige, die auch nicht drei sind, das ist wiederum ein anderes Kapitel, kommt alles gar nicht vor. Aber das meiste, was man sich so vorstellt. Nicht einmal eine Herberge, nicht einmal Ochs und Esel. Was tatsächlich in der Bibel steht und was dann noch dazu kam, steht auch da drinnen. Dann gibt es ein Kapitel, in dem ich mich eben mit den dazu erfundenen Figuren rund um Weihnachten beschäftige. Also Weihnachtsmann, Christkind, aber auch Befana, das ist die Hexe in Italien, die die Geschenke bringt. Und noch einige andere Figuren, Weihnachtswichtel im Norden zum Beispiel. Ja, und das ist dann so das Rundumfeld von weihnachtlichen Figuren und vom weihnachtlichen Geschehen. Natürlich auch, siehe, was ich schon vorhin gesagt habe, die heiligen drei Könige, die erstens nicht heilig waren, später wurden sie heilig gesprochen, zweitens keine Könige waren, steht auch nicht so in der Bibel, und drittens vermutlich nicht drei. Aber dazu ein ausführliches Kapitel, da kann man sich genauer darüber informieren. Andere Dinge handeln einfach von Weihnachten, wie wir es heute feiern, wie sind unsere heutigen Bräuche, ein langes Kapitel über Weihnachtsgebäcke und Weihnachtsspeisen rund um die Welt. Auch hier gespoilert, es gibt einige Sachen, die sind für uns ein bisschen ungewöhnlich. In Südafrika isst man zum Beispiel Schmetterlingsmaden, gebratene zu Weihnachten.
als Spezialität. Die Eskimos bzw. Inuit haben auch eine etwas eigenartige Diät zu diesem Thema. Und in Australien gibt es natürlich ein Weihnachtsbarbecue, wo die Leute in roten Bikinis und roten Badehosen beim Grill stehen mit Weihnachtsmützen. Also auch solche Sachen werden drin beschrieben, aber auch Dinge rund um Weihnachten, sprich, was gibt es alles für Geschenke, insbesondere von Prominenten. Prominente schenken besonders gerne große und absurde Dinge, insbesondere in Amerika. Darüber gibt es auch ein Kapitel. Ja, aber auch Weihnachtsmusik. Was sind die populärsten Weihnachtslieder im gesamten deutschsprachigen Raum? Was sind die populärsten Weihnachtsschlager weltweit? Es geht um Weihnachtsserien im Fernsehen, über Weihnachtsbücher steht was drinnen. Wirklich, also praktisch alles, was man sich so vorstellen kann, rund um das Fest, wird in einem der 24 Kapitel beschrieben. Und natürlich auch viele Kuriositäten, also einerseits die Bräuche, wie wir sie heute feiern, andererseits auch Bräuche, wie wir sie früher gefeiert haben oder wie sie in manchen Regionen früher gefeiert wurden und Bräuche, die weltweit gefeiert werden. Ne? Also bei uns gibt es Weihnachtsmann und alle möglichen anderen Dinge mit Weihnachts davor, aber in anderen Ländern gibt es andere. Ne? Also Weihnachtswichtel gibt es zum Beispiel im Norden, das habe ich schon erwähnt. Aber in Island zum Beispiel gibt es die Weihnachtskatze. Und die Weihnachtskatze ist gar nicht so nett. Die ist eher eine bedrohliche Figur, um einmal eine Sache daraus zu erzählen. Die Weihnachtskatze geht nämlich herum und zwar ist sie auf der Suche nach bösen Menschen. Und wie erkennt man böse Menschen? Böse Menschen haben zu Weihnachten kein neues Gewand geschenkt bekommen. Das kommt von einer alten Tradition, dass die Herrschaften von Bauernhöfen ihren Angestellten, also ihren Bediensteten zu Weihnachten neue Kleidung geschenkt haben. Aber natürlich, wenn einer böse war, hat er keine bekommen und daran erkennt die Weihnachtskatze die Bösen, also es ist nicht so ein Kätzchen, so ein Liebes, sondern eher was, schon was Großes. Und die würde sich die dann raussuchen, die kein neues Gewand haben und sie dann verschleppen, zerfetzen, was auch immer. Darum ist es heute in Island die Tradition, dass jeder überall zu Weihnachten Gewand geschenkt bekommt. Etwas, was mein Vater früher, wenn er ein Paket in die Hand genommen hat und da war Gewand drin, hat er gesagt, aha, weiches Paket. Das war bei uns ein bisschen abwertend, in Island ist es nicht abwertend, weil weiche Pakete sind dort, glaube ich, sehr wichtig, damit man nicht nur Weihnachtskatze geholt wird. Übrigens, auch Bücher werden in Island sehr, sehr viel verschenkt. Und es gibt ein eigenes Wort da drin, das ich jetzt nicht finde. Also hier drin ist es ein eigenes Wort in Island, das ich jetzt nicht finde. Das bedeutet ungefähr Weihnachtsbücherflut. Ja, also es gibt viel Kurioses und Seltsames und Interessantes, aber auch das eine oder andere Beschauliche. So schließt das Buch mit dem 24. Kapitel. Und das 24. Kapitel handelt von dem Weihnachtslied schlechthin. Oder gut hin eigentlich. Stille Nacht, heilige Nacht und alles, was es über dieses Lied und seine auch recht außergewöhnliche Geschichte zu erzählen gibt, steht da ebenfalls drin, eben im 24. Kapitel. Nur ganz kurz. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Lied nur deshalb so schnell so bekannt geworden, weil in Salzburg bei der Uraufführung die Orgel kaputt war und ein Tiroler Orgelbauer anwesend war. Also das jetzt nur so als kleiner Teaser. Jo, nachdem ich das nicht ausdehnen möchte und auch nicht ganz genau weiß, ob das jetzt überhaupt funktioniert hat, ich meine, ich sehe, dass da irgendwelche Leute was kommentieren, aber ich kann sie nicht lesen. Distanz und so. Das heißt, ich werde das jetzt zu einem Ende bringen. Danke, dass ihr dabei wart oder danke, dass ihr es euch nachher angeschaut habt. Wenn es Fragen dazu gibt, wie wo kriege ich denn dieses Buch und sonstige Informationen darüber, jederzeit gerne bei mir direkt einfach kommentieren oder auch mir direkt schreiben. Also wie gesagt, das kunterbunte Weihnachtsbuch hier so nahe wie möglich. Jetzt im Buchhandel erhältlich, wohlfeil übrigens, also 14,90 glaube ich oder 15, maximal 50, ne? Also 14,90
90, 14, 99, maximal 15,50 €. Pardon. Maximal 15 Euro. Also ein wunderbares kleines Geschenk für liebe Freunde, für liebe Verwandten oder auch für einen selbst. Ich bin übrigens der Meinung, wenn ihr das jetzt irgendwie in Weihnachten nicht schafft, dass man das Buch auch ohne weiteres im Frühjahr oder im Sommer kaufen kann. Denn siehe Austropop-Sammelsurium oder Habsburger-Sammelsurium, es ist ja ein Buch über Seltsamkeiten und Kuriositäten. Und die haben das ganze Jahr Saison, also zumindest bei mir. Wie auch immer, ich schließe hiermit dieses Unpacking plus Buchpräsentationsvideo ab. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und wer mehr davon hören will, mehr davon sehen will, wie gesagt, nächste Woche um 4 am Freitag gibt es eine weitere Video-Online-Präsentation bei Thalia. Hätte natürlich live sein sollen, wir wissen alle. Und es gibt auch noch den einen oder anderen medialen Auftritt in den nächsten Wochen. Wer das genauer wissen möchte, wann ich wo zu sehen bin oder wann oder wo das Buch zu sehen ist, kann auch gerne einfach bei mir auf Facebook nachschauen. Ich werde das regelmäßig und rechtzeitig ankündigen. Ja, oder einfach mir schreiben. Also in diesem Sinne, ho, 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 Merry Christmas, danke für die Aufmerksamkeit und ich werde jetzt ganz seltsam mich der Kamera nähern, um den Ausknopf zu finden. Also dann, in diesem Sinne, bye bye.